Hallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Elden Ring. Ja, wir sind im geheimen Bereich von geheimen Heiligbaum und so. Und wollten uns hier unten jetzt ein bisschen umgucken. Gestern bin ich ja nicht weitergegangen. Ja, jetzt musste ich erstmal gehen und jetzt gehen wir weiter. Geheimfahrt zum Heiligbaum. Zum Hallig. Mal gucken, was uns hier unten überhaupt erwartet. Das sieht ja so ein bisschen Dungeon-mäßig aus. Das Auge der Bestie erzittert schon wieder. Das hab ich gar nicht gesehen. Aber gut, dass ich geblockt habe. Aber gesehen habe ich die trotzdem nicht. Wir gehen erstmal den offiziellen Weg hier irgendwie lang. Keine Ahnung. Groß, dick. Groß, dick und sieht aus wie deine Mom. Hat er seinen Arm gegessen. Ein Dödel. So kleinen Dödel. Warum klebte der denn da oben? Wobei die kleinen waren viel nerviger als der. Der ist mit zwei Schlägen ausgenockt. Meine Blume. Grablilie 9. Oh, eine Gnade. Das ging schnell. Sind wir schon draußen? Ja, okay, da gehe ich jetzt aber nochmal zurück. Es ist sehr neblig draußen übrigens. Den gehe ich aber nochmal zurück. Dann sind wir ja aus Versehen irgendwie schon richtig gelaufen. Wenn überhaupt irgendwo irgendwas falsch gelaufen werden kann. Ich meine. Warum sind da so viele. Ist das eine unsichtbare Brücke? Gibt es hier unsichtbare Brücken? Weil da ist. Okay. Ist da schon wieder was über mir? Das war zu früh gerollt. Oh, die ist aber auch voll in Action hier gerade. Alter Finne. Manchmal muss man auch nicht dieselbe Attacke dreimal hintereinander machen. Manchmal muss man dieselbe Attacke nicht die ganze Zeit hintereinander machen. Höre auf damit. Scheiß Ding. Ich glaube, es ist was Wertvolles. Wow. Ja, wenn die diese Ausrasterattacken machen, dann ist das so ein bisschen ausrastermäßig. So, jetzt muss ich. Ich muss mich in den Tod stürzen. Ich weiß, es, da ist doch einfach ein Weg. Oh, nee, das war zu weit. Das war zu weit, dann gebe ich zu. Ich dachte, das wäre ein Fenster weiter. Deswegen habe ich extra Anlauf genommen.
Bei Marikas Fall ist, glaube ich, besser. Wo wir denn von vorne kommen und nicht an den Dicken vorbei müssen. Ja, da war ein bisschen zu weit. Also müssen wir nämlich nur an den Kleinen vorbei hier. Tschüss. Ich weiß nicht, der ist vielleicht sogar runtergefallen. Nein, ist er nicht. Ich dachte, wir haben ihn eventuell noch runtergeschubst. Die kleinen Pisseimer mit ihren scheiß unsichtbaren Brücken da. Diese kleinen, ne? Gibt's ja gar nicht. Silberskarabäus. Da muss ich mal gucken. Das ist bestimmt sowas wie Goldskarabäus, nur Objekte, wa? Ja, Objektentdeckung. Nein. Es muss aber noch weitergehen, tatsächlich. Test. Der Kronleuchter haut ab. Nein, nix irgendwie versteckt, okay. Achso, da können wir jetzt runter. Heldenrune. Guten Tag. Ganz runter geht's scheinbar nicht. Dankeschön. Jetzt hör doch! Was? Was war das denn jetzt? Die Technik kannte ich aber auch noch nicht von dem, dass der beißt. Ehrlich gesagt, hatte ich noch nicht die Technik, dass der beißt. Naja, gut. Marikas Fall, muss ich nicht an die Dicken vorbei. Ich hätte noch nie Probleme mit denen gehabt. Noch nie in meinem ganzen Leben noch nicht. Aber irgendwie hat er gerade so schnell Beißangriffe hintereinander gemacht, dass wir da gar nicht mehr reagieren konnten. Nur richtig fallen. Wenn man sich ja ein bisschen denken kann, das, wo man lang muss. Anhand der, naja, des Ausgangs da vorne noch. Okay, das ging daneben. So, sind wir echt da unten jetzt? Ah, kacke. Der greift die aber auch nicht an oder so, ne?
So doof, dass er mit seinem Schritt so extrem vorwärts geht. Bei Blitzangriff. Der geht so einen Schritt nach vorne. Dass du gar keine Chance hast, auf irgendwas zu reagieren. Das war mir erstmal das Wichtigste. Stirb doch einfach! Meine Güte, wie oft muss ich denn draufhauen? Warum ist sie denn nicht gestorben? Ich glaube, weil wir von der Seite gehauen haben, wa? Mehr. Ich hasse diese Viecher. Die schlucken. Da waren aber auch ein paar mehr, die ich gar nicht gesehen habe. Nee, da drunter ist nichts. Immer gucken. Zauberdrachen, Talisman, Schild 2. Ich vermute, dass das da eigentlich der Anfang ist. Oder? Ich glaube schon. Dann gehen wir jetzt unten schnell den Hebel. Den habe ich jetzt nämlich noch gar nicht gemacht. Der war ja da, wo der Dicke ist. Oder Dicke war. Nicht ist, sondern war. Da ist auch noch was. Ist nichts? Mich verarschen. Nichts? Warum nicht? Warum nicht? Na gut. Es ist wirklich nichts drunter. So, da müssen wir nochmal ganz kurz den Hebel machen, damit wir hier die Tür aufmachen können. Ja, wir sehen, wie die Tür aufgeht. Der hat keine Chance.
Der hat keine Chance. Der Imitationstrainer hat keine Chance. Besonders, weil ich mit den schwachen Waffen reingegangen bin. Asche des Schwarzflammenmönch Amon. Und? Was noch ganz wichtig ist. Eine Todeswurz. Nachricht hinterlassen, dass ich da war. Ich will jetzt aber durch das Fenster raus. Weil ich wirklich gucken will, ob das wirklich der Ausgang da ist oder nicht. Nee, Imitationstränen, das sind die einfachsten Bosse. Das sind wirklich die einfachsten Bosse, Imitationstränen. Ich bin zu weit gegangen. Vor allem kannst du die auch easy cheesen. Zieh dich einfach nackt aus. Leg deine Waffen ab. Leg deine Waffen ab. Und die Imitationsträne hat keine Waffe. Und macht dann keinen Schaden mehr. Und dann ziehst du deine Waffen wieder an, rufst deine Imitationsträne oder auch ohne und prügelst halt einfach auf die ein. Das ist eigentlich, ne? Einfacher wie sonst was. Dadurch, dass wir ihnen auch die Krallen gegeben haben, die ein bisschen Vergiftung auslösen, aber sonst... Sonst können sie ja eigentlich auch nicht wirklich Schaden machen. Der war keine Gefahr. Aber ja, wir sind hier am Anfang da. Ja, genau. Okay, geschafft. Sehr gut. So, jetzt kommen wir irgendwo ganz in den geweihtes Schneefeld. Okay. Man sieht aber nicht wirklich viel. Aber ein bisschen weiter vorne müsste die Karte sein, ne? Ja. Naja. Ein bisschen. Reden. Ach, da ist ja wirklich einer. Zeig mir den Pfad. Oh, sanfter Strahlen. Den verheißenen Pfad zum Halligbaum. Ich kann dir Hallighoge zeigen, ja. Aber sonst? Ja, sollen wir jetzt mal auf dem Weg bleiben? War das schon wieder gerade irgendwas? Achso, die Nachricht. Achtung, Licht. Ich gehe jetzt erstmal... Verheißungsvoll Schnee hier. Ne? Keine Ahnung, ob die freundlich waren. Nein, waren sie nicht, aber... Lass mich nur kurz looten. Ja. Mau. Warum sind denn so viele tot hier? Was ist das? Was ist das? Alter! Wow! Da war noch der Strahl, den hat auch kein Schwein gesehen. Alter, der macht mich fertig hier. Alter, was? Wo bin ich hier? Alter, der macht mich fertig.
Vorsicht, der Strahl, den keiner sieht. Vorsicht, der ist noch da. Der, solange das noch ganz minimal glitzert, ist der scheinbar noch da. Manchmal muss man aber auch machen, dass man den Gegner wirklich schlagen kann. Ansonsten machen Spiele keinen Spaß. Tatsächlich. Ansonsten kommst du dir nämlich doof vor, tatsächlich. Meine Herren, ey. Alter Finne. Du verbrauchst ganzes Leben nur daran, ey. Wow. Gut, es gibt keine mehr. Ich gehe die falsche Richtung. Gut, dass ich auf die Karte geguckt habe. Erstmal wieder heilen. Die sind hardcore hier. Zu hardcore. Oh Gott. Schnauze, Mann. Was ist los? Noch ein weiter Weg bis zur Karte. Der Schneesturm hört auch auf, oder? Ich laufe einfach in die Richtung. Ich habe keine Ahnung, was da gerade auf uns zukam, aber ich laufe einfach in diese Richtung jetzt. Ich laufe einfach in diese fucking Richtung. Ich weiß nicht, wer das war. Er ist wieder weg. Treff doch bitte, Mann. Oh Mann, ey. Diese Hitboxen von diesem Game, ey. Hitboxen in diesem Game ist einfach der katastrophalste. Ich glaube, man hat selten so schlechte Hitboxen erlebt, oder? Scheiße, Mann. Das macht aber keinen Spaß. Bitte. Du stehst vor ihn und schlägst ins Leere. Das macht keinen Spaß. Ehrlich, Mann. Manchmal muss man auch vorher seine Spiele spielen. Ehrlich. Das geht mir voll auf den Piss. Geht er runter? Ich bin mir nicht sicher. Das sieht nicht mehr nach Weg aus. Oh, ich krieg ein Sabbel heute wieder. Da. Meine Güte. Ficken, ey. Gott. Einfach mal da hinhauen, wo die stehen. Oh, Mann, ey. Wir sind wieder auf dem Weg zum Weg. Das ist das beschissenste Gebiet. Elden Ring hat so eine schöne Umgebung und dann siehst du hier einen Meter weit. Kann ich lassen. Müssen sie Speicherplatz einsparen oder was? Oder soll das hier mystisch sein? Silent Hill 1 hier. Hey! Wir sehen was! Da vorne ist das Kartending. Und ich hoffe, eine Gnade. Da drin jetzt eine Gnade war, siehst du ja nicht, ne? Aber anhand der Karte können wir ja schon mal gucken, was denn da überhaupt drin ist.
wenn da was drin ist. So, wirklich kämpfen? Hm. Direkt. Achso, das ist gar keine Gnade, das war ein Licht. Da ist eigentlich noch ordentlich was drin. Wir sind jetzt irgendwie gegangen, aber da ist eigentlich noch ordentlich was drin. Jetzt haben wir eigentlich die ganze Karte aufgedeckt, ne? Das ist alles an Karte. Können wir bitte wieder zurück hier hin? Hier war es schön. Hier und naja, hier nicht so. Hier war es auch noch optisch. Aber hier, das ist ja optisch hier einfach nur eklig. Hier will auch keiner wohnen. Ja, wir brauchen jetzt aber langsam eine Gnade. Da vorne ziehen wieder irgendwelche Schwackos irgendwas. Gut, ja, sollen wir uns jetzt hier umgucken, oder? Die jagen doch hier irgendwas. Ach, meine Laune geht runter. So. Schade. Fliegt das Ding? Aber rein theoretisch, wenn wir jetzt hier so hocken. Mist, dran vorbei. Das ist aber ein schwieriger Pre-Purple. Nein, den siehst du nicht wirklich gut. Hat er seinen Weg geändert? Ja, da war... Oh, das ist aber auch... Irgendwann kommt er von da an. Versuche, dass er in mein Messer reinläuft. So wie das bei den Dingern bis jetzt immer sehr gut geklappt hat. Ruf des weißen Schatten. Okay. Das ist nie ein gutes Zeichen. Das ist aber weh. Uralter Drachen-Dunkelschmiedestein. Ein plus 10 Ding. Die haben wir auch schon öfter getroffen, kann das sein? Diese Anastasia.
Zumindest mit ihren komischen Schlachtermesser irgendwie. Can it be? Oh, das scheint dir nicht zu interessieren. Tut mir leid. Tut mir leid, Kumpel. Das scheint dir nicht zu interessieren. Geht das nur, wenn das Ding anhält? Ja, echt? Ich habe auch noch nicht so pelzig gesehen, die Dinger. Okay, ich hänge irgendwie fest. Hat uns leider noch erwischt. Wir waren nicht schnell genug. Darf ich das jetzt öffnen? Ich hatte das Gefühl, dass ich das vorhin gerade nicht durfte, irgendwie. Jetzt, echt nur, wenn ich die Dinger besiegt habe? Ich darf nicht klauen. Fließendes Krummschwert. Da oben wird spätestens eine Gnade sein. Hier wird auch noch irgendwo eine Gnade sein, aber... Boah. Wir folgen einfach mal erstmal hier irgendwie weiter. Die haben es nicht anders verdient. Da ist noch so ein Ding. Da ist ein Baum. Da ist auch, glaube ich, die Kirche, ne? Ja, dann haben wir da gleich eventuell auch ein blaues Licht. Was ist das für ein Licht? Actually, fuck, war das denn? Ich gehe erstmal da oben zur Kirche. Wir haben wieder eine goldene Saat gefunden, ab wenn wir mit der gar nichts mehr anfangen können. Weiß ich gar nicht, warum es so viele gibt.